Moin, hallo und komm zurück zu den Kommen. Da plätschert's wieder. Das ist sehr gut. Wir müssen mal gucken, wir haben ein bisschen Material. Ruckel, ruckel. Der Rechner läuft schon zu lange. Wir haben ein bisschen Material sozusagen gesammelt gehabt gestern. Bisschen so in der. Warte mal, können wir die da reinpacken? Ne, ist kein Platz mehr. In der Aufnahme, die für euch gestern war, vorgestern? Nein, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ich habe ein bisschen was gesammelt gehabt, ja. Und das müssen wir mal einschmelzen. Denn wir brauchen ein bisschen Material. Wir schmelzen mal alles ein, was hier in die Nagel fest ist. Das heißt, wir sind jetzt in der Schmelzorgie unterwegs. Denn ich will ein bisschen was craften. Und ja, da brauchen wir ein bisschen Material für, ne? Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Ich würde ja gerne die Wurmfarmen da auch noch bauen, damit wir da ein bisschen Dünger kriegen können. Aber andererseits will ich auch erstmal die Sprinkler erweitern. Wenn ich die erweitern kann, natürlich auf eine höhere Reichweite, wäre das natürlich nicht schlecht. Aber da brauche ich beides Kupfer, glaube ich, ne? Muss ja gleich mal gucken in den Bauplan. Was sagt denn der Bauplan? Die Sprinkler, wenn ich die auf Eisen erweitern will. Ne, da brauche ich nur Eisen. Okay, das ist gut. Wenn ich jetzt Kupfer haben will, brauche ich 5. Oh, Backe, das wird natürlich ein bisschen hardcore, ne? So viel Kupfer haben wir nicht. Das wird ein bisschen hart. Oh, Junge, oh, Junge. Ja, mal gucken, kriegen wir irgendwie hin. Schmelzen dauert das natürlich schon ein bisschen länger. So, ich schmelze aber gerade mal alles weg hier, damit wir das gleich direkt haben. Wahrscheinlich brauchen wir noch irgend für irgendwas wieder normales Ohr, und dann habe ich wieder nichts mehr, aber ist egal. Das werde ich dann sehen. Na, komm schon. Habe ich den erwischt? Habe ich den falschen erwischt, wa? Okay. Dann schauen wir mal, dass wir das alles fertig kriegen. Was haben wir denn hier an Aufträgen? Kompostieren, Seeds kaufen und Tool kaufen. Das kriegen wir hin, aber es gibt nicht so viel leider dafür. Eigentlich lohnt sich das gar nicht, wa? 15, 15, ja, das lohnt sich nicht. Die Meisterung kann ich auch ignorieren. An sich ja, könnte ich mitnehmen, aber. Wir könnten aber Franklin mal fragen. Ja, Franklin? Nein, Franklin nicht. Fletch. Wie das aussieht jetzt mit der neuen Lizenz, weil 3000 müssen wir, glaube ich, haben dafür. Oder 2000? Ne, ich glaube 3000. Damit wir die langsam mal fertig kriegen, die Lizenzen. Es fehlt ja nicht mehr viel, wir sind fast durch mit Lizenzen. Zumindest erstmal die, die es gibt. Und ich muss mal gucken, dass ich demnächst mal ein bisschen Kohle wieder farme hier im großen Stil. Wir haben so viel, was wir wegkochen können eigentlich. Da müsste es doch ein bisschen Geld für geben, dann. Hoffe ich zumindest. So, dann schmelzen wir das hier alles weg. Das wird jetzt noch länger dauern. Das ist wirklich in der Industrieproduktion. Guck mal hier, tuff, tuff, tuff. Der ist alles am Dampfen. Ja, schon ein bisschen krass. So, komm schon. Müssen fertig werden. Dann kriegen wir das auch noch fertig. Und dann gucken wir gleich mal, was wir bauen können. Ich würde gerne noch ein paar normale Sprinkler bauen, ich würde aber auch gerne Sprinkler upgraden. Ich weiß nicht genau, die werden glaube ich zwei dann, ne? Aber zwei ist jetzt auch nicht so viel. Weil du brauchst ja immer noch zwei dann, ne? Gut, du kannst dann eine etwas größere Fläche machen, aber so viel größer dann auch nicht unbedingt, oder? Ein bisschen größer. Dann kannst du halt statt fünf machst du dann vier vielleicht oder so. Zumindest ist das mal meine Idee. Vielleicht ist es auf dem Feld auch ganz anders. Wäre natürlich toll, wenn es so ist, dass du mehr Platz hast. Das wäre dann nicht schlecht, aber mal gucken. So, schmelzen. Alter Schwede. Ich könnte natürlich auch die ganzen Steine schreddern, ne? So. Es wird langsam. Es wird langsam.
haben wir das auch gleich. Und dann gucken wir mal, ob wir da was zusammen zustande kriegen. Huch. So, 4 kann ich noch machen und dann ist Ende. Dann ist Ende. Ja, doch noch mehr? Ach nee, wir machen ja immer 5, bin ja doof. Ich kann ja 8 machen. Nicht 4. Ist ja das Doppelte. Es sind ja immer nur 5 Ohrs. Ich rechne immer mit 10 hier. Ich weiß auch nicht warum. So, der Rest kommt weg. Ja, wir könnten die noch schreddern hier, dann kommt da vielleicht auch noch was bei rum. Sollen wir das mal gerade machen? Ja, komm, wir schreddern das mal gerade, wenn wir schon dabei sind. Das dauert natürlich ein bisschen. So. Ah, das ist laut. Okay, wir gucken mal. Sprinkler normal. Tracken wir mal. Oh, da kam ein Opal bei rum. Nice. So, jetzt brauchen wir noch Old Gear. Hier. Old Spring. Das wird direkt aktualisiert. Das ist neu. Und Quarz. So, wie viel können wir denn bauen? Bisschen. 4. Naja, 4 sind besser als gar keine. So, wir brauchen Sprinkler, haben wir da. Ah, dann müssen wir die anderen abbauen, ne? Rotzylinder brauchen wir noch. Haben wir nicht so viel von. Das wird schon ein bisschen schwieriger dann. Wir müssen wieder auf Materialjagd gehen, wa? Wie viel Radius haben die denn? Zwei Teils out, okay. Dann muss ich die Felder umbauen. Vielleicht war das keine so gute Idee. Ich kann die Sprinkler ja abbauen eigentlich. So, wir haben 4 Silber, jetzt 4. 4 Eisen, ne? Wie viel können wir denn machen? Iron Bars? 5. Das heißt, wir könnten 4 machen. Dann könnte ich 4 noch abnehmen. Kann ich den abbauen? Ich quetsche die erstmal hier hin. Die müssen wir später dann nochmal umbauen. Ich setze jetzt erstmal die großen hier hin. Das, was natürlich doof ist, weil die breiter sind, aber. Anders geht's erstmal nicht. Die machen zwei Teils, auch das ist können bis hier. Das heißt, dieses Feld wird nicht bewässert. Ja, muss ich die Felder umbauen. Ah, das ist doch Grütze. Ja, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, Zylinder brauchen wir eine Menge dann. Ich habe echt alle Iron Bars verbraten. Alter Verwalter. Ach, schon ein bisschen heftig. 7 Iron. Das kann wieder zurück. Das geht zurück. Das geht zurück. Da haben wir noch 20. Opal haben wir noch gekriegt. Ja, wir könnten noch ein bisschen was bauen, so ist es nicht. Aber mir gehen auch die Hotzylinder aus dann hier, ne? Ich tausche die erstmal 1 zu 1 aus und dann müssen wir die Felder später umbauen. Wobei, nee, lass die mal hier. Warte mal. Lass die mal da und gib mir die äußeren. Weil dann kann der die bewässern hier. So, dann können wir nämlich hier die großen erstmal hinbauen. Das ist blöd, dass das Feld nochmal neu designen muss. Es wäre cool gewesen, wenn es so gepasst hätte, dass man dann sagen kann, okay, dann gehe ich hier hin. Irgendwie. Aber naja.
Ist halt meckern auf hohem Niveau. So, hier müssen wir wieder alles bewässern noch. Da auch. Hier sind schon mal die 9. Optimal ist es halt noch nicht, aber wir kriegen das hin. Wir kommen langsam voran. Wir brauchen nur unglaublich viel mehr Material. Aber wenn das erstmal alles fertig ist, dann habe ich da ein bisschen Ruhe. Dann läuft das nämlich automatisch. So. Dann können wir uns nämlich um andere Dinge kümmern. Ich muss unbedingt noch gucken, dass ich Hecken nochmal baue. Das heißt, weil für die Halloween-Hecke, das sind schon wieder, ich weiß gar nicht, Ende der Woche? Ja, ist doch fest Ende der Woche. Ende der Halloween-Woche hätte ich es beinahe gesagt hier. Da muss ich nochmal gucken, dass ich da noch ein bisschen was schaffe. Können wir das schon mal mitbewässern? Das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, ich kriege noch genug Kupfer zusammen, dass ich noch ein bisschen mehr machen kann hier. Je mehr Felder jetzt hier fertig werden, desto besser. So. Reicht nicht ganz, ne? Oh, es reicht nicht. Wenn ich jetzt die Felder hier drüben noch gemacht habe, reicht's nicht. Okay, kriegen wir hin. So, jetzt das Ganze hier nochmal. Dafür reicht's dann wahrscheinlich wieder nicht, weil was fehlt, ne? Alter, das sieht ein bisschen aus, als wäre hier so, ich weiß nicht, so ein Bodendecker. Ja gut, dass ich das noch nicht umgebastelt habe. Ich wollte die Zäune ändern, aber vielleicht, wenn wir das sowieso ändern müssen, nochmal können wir es nochmal anpassen. Das heißt, wir müssen die Felder nochmal anpassen, wenn wir die neuen Sprinkler überall haben. Das wird spaßig. Es wächst langsam ein bisschen zu, das finde ich ganz angenehm. Es sieht noch nicht ganz hübsch aus, aber es wird langsam. So. Ich hätte gerne noch eine Hängematte, die ich hier irgendwo in der Ecke hängen könnte. Nein, ich habe kein Material mehr. Es reicht nicht. Glück, Glück, Glück. So. Guck mal, wo muss ich denn jetzt noch gießen hier? Hier, ne? Passt. Alles gegossen, okay. Wir haben nicht ganz so viel Energie verbraucht, das ist ganz gut. So, ich gehe mal kurz zu Franklin rüber, wenn wir hier gerade unterwegs sind. In der Hoffnung, dass wir noch was Neues finden. Bauplanmäßig. So, noch einen neuen Bauplan für mich? Cobblestone Road Lines. Okay. Dankeschön, wieder was Neues gelernt. Eine Straße. Okay. Ja, dann muss ich gerade mal Stopp machen hier. Das ist natürlich das Blöde. Dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Da bin ich wieder. Da hat mein Telefon schon wieder geklingelt. Er ruft mich schon wieder so eine verdammte private Nummer an die ganze Zeit. Den ganzen Tag schon. Ey. Das kriege ich schon in die Krise. Ich hoffe, das ist nicht so eine Aufnahme drin, dass mein Handy die ganze Zeit klingelt. Das wäre nicht so geil. Entschuldigung. So, okay, wir gucken mal. Das nervt mich schon wieder hier. Ich kann das auch nicht blockieren, wenn mein Handy irgendwie so eine Einstellung hat, dass man unbekannte Nummern nicht blockieren kann. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Ich weiß nicht genau, warum. Das hat ein Update gekriegt mit allem drum und dran, aber die Funktion ist da nicht gegeben. Das ist ein bisschen doof. Wir mussten noch was machen, ne? Looking for a skilled crafter, wooden crate. Okay. Photo request. Ember Chunk. Boah, dann muss ich erstmal einen Ember Chunk finden. 24 Cement Pairs. Oh, die muss ich noch fertig machen. Wie lange? Zweiter Cement Pairs. Dann gucken wir da gleich mal nach. Dass wir die Aufträge hier fertig kriegen. Wieso sind hier so viele Fliegen unterwegs? Zementpfad. Guck mal, wie viele Fliegen hier unterwegs sind. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist überhaupt Steine. Dann schreddern wir mal ein paar Steine, wa? Ich bin hier echt nur noch heute in der Werkstatt unterwegs. Heute ist Werkstatttag oder so, kann das sein? Zementpfad. Was brauche ich denn für einen Zementpfad? Zementpfad. Iron Path, Cobblestone, Zement. Da. 2. Und ich brauche 24, also brauche ich 3.
Kriege ich das hin? Müsste schon reichen, ne? Reicht schon. Nice. Brick Path müssen wir auch nochmal fertig machen gerade, weil ich brauche noch ein bisschen was bis zum Labyrinth. Machen wir mal 32, passt schon. So, okay, dann haben wir das auch fertig. Guck mal, da haben wir schon noch Zement ein bisschen über. Das ist schon fertig. Nice, das ging ja schneller als gedacht. Ich habe ganz vergessen, dass ich immer so viel daraus kriege. Okay, das heißt, Steine zurück. Was haben wir denn noch für einen Auftrag? Everything Hunter? Hunting is necessary, alles klar. Nehme ich mit. Zementfahrt haben wir. Das können wir wegmachen. Ein Wooden Crate. Kann ich ein Wooden Crate? Habe ich hier? Nein. Doch da. Dann können wir das direkt abgeben. Nice. Das ist ja schon mal nice hier. Okay. So, dann, warte mal. Clover ist hier noch am Arbeiten, glaube ich. Threat Space. Hey, Clover. Wo kommst du, Threat Space? Wie kann ich dir helfen? Lass uns reden. Worüber willst du reden? Was für dich erledigt? Bonsai, you craft 24 Cement Path. Jetzt habe ich es. Here you go. Ja. Bitteschön. Thanks a lot, Ryu. And I put up that post. I knew you would be the one to pull through for me. Ja, ja. Dankeschön. Mach's gut. Was ist das denn für ein T-Shirt? Reaps-Shirt? Das Reaps-Shirt? Habe ich das schon? Weiß ich gar nicht. Ich nehm's mal mit. Moment, hier ist die Hose. Holiday-Hose. Ja, nehm ich mit. Und das hier? Adventure-Hood. Boah, 14.000? Okay, nehme ich mit. Ich muss wieder einkaufen gehen. Ich muss wieder sammeln. Mach's gut. Ich muss wieder sammeln gehen. Ich habe schon wieder viel zu viel eingekauft, Mann. Ich komme mir ja vor wie in Real Life. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte das jetzt nicht wechseln. Ich wollte das eigentlich hier hinpacken mit Shift, aber es geht nicht. Und dann wechsle ich Klamotten direkt. So, Clover haben wir erledigt. Wer kriegt denn das andere? Rain. Rain. Oh nein, Rain. Hallo. Bin zu spät. Rain! Looks my, like my day just got a little better. Nice to see you, Ryu. Ich habe eine Aufgabe erledigt. Oh, Bonsai, you crafted wooden crate? Ja. Oh, was ist hier los gerade? Epilepsy? Thanks a lot, Ryu. Nein. Nicht gut. Alter Schwede, das ist aber ein Kameraproblem hier, ey. Wenn Fletch sich dahinter quetscht, dann geht hier wieder Not am Mann. Das war gar nicht so nice. Müsste man eine Epilepsie-Fahndung reinbasteln hier, ey. Alter Schwede. Hey, Sheila. Hey, Sally. So, wir müssen mal gerade hier... Da geht nicht, ne? Gib mal kurz her. Ist auch noch nicht so ein geiler, wie soll man das sagen? So ein geiles Labyrinth. Ehrlich gesagt, das ist ein sehr mickriges, popeliges Labyrinth. Ich muss das ein bisschen verworrener machen eigentlich. Muss ich eigentlich noch irgendwas hinbasteln hier? Ja doch, hier muss ich noch eine zweite Reihe machen. Ich wollte gerade überlegen, wo denn hier noch eine zweite Reihe, aber ja, hier. Dann bräuchte ich mir nur noch ein Gate hier, ne? Hier. Und den Zaun müsste ich noch fertig machen. Da muss noch einer hin, dann passt das. Ja, das müsste passen. Und dann kann ich noch ein bisschen... Hey, Sally. Und dann muss ich hier noch Zaun hinbasteln. Straße, meine ich. Das wird nicht reichen, ne? Nee. Müssen noch ein Stückchen weiter bis hierhin halt. Und hier können wir dann auch noch was basteln. Müssen wir noch ein bisschen Platz schaffen dann hier. Ein bisschen ist noch zu tun. Aber es wird langsam. Guck mal, das finde ich cool. Auf der Karte siehst du sogar richtig die Straßen jetzt hier langsam. Hey, Melvin. So, wir haben jetzt natürlich intelligenterweise nichts
gekauft bei Rain Hail Milburn. Hey John, gib mir mal eine Schaufel. Ein Spoon for Dirt, ja, danke schön. Und hier, Mining Pass. Ja, nehme ich auch mit. Mach's gut. So. Haben wir das auch erledigt? Okay. Dann haben wir das auch erledigt und dann müssen wir mal schauen. Kompostieren können wir gerade noch ein bisschen was. Ich habe jetzt zwar die Kompostbins da hinten hingestellt. Da können wir gerade gucken, ob wir noch ein bisschen Zaun haben. Gucken wir mal. Habe ich noch Zaun übrig hier? Ja, habe ich. Locker. So, den können wir erstmal dahin packen. Packen wir hier hin. Und die Schaufel kommt hier rein, wenn wir Platz hätten. Haben wir natürlich nicht, also müssen wir die Schaufel reinpacken. Das ist ein bisschen blöde. Ja, mal gucken. Kriegen wir hin. So, hier müssen unbedingt noch Büsche hin. So, ach so, ich wollte das hier noch zumachen, ne? Okay. So, dann haben wir das auch zu. Nice. Die Kompostbins müssen wir hier wegnehmen. Die kommen dann hier hin. Tja, mache ich das hier so zu? Müsste ich eigentlich, ne? Ist natürlich nicht optimal geschützt, weil du kannst hier langlaufen halt. Aber naja. Passt schon erstmal. Dann nehmen wir die Kompostbins erstmal weg hier wieder und setzen die da drüben hin. Okay, dann stellen wir die erstmal hier hin. Kommt natürlich gut, hier die Kompostbins zu machen, wenn es hier das Essen gibt. Nein, da ist einer aus der Reihe getanzt hier. So. Okay. Alter, wie viel haben die denn schon wieder rumgekackt hier? Ich hab schon wieder ganz schön rumgekackt hier, ne? Leute, Leute. Hast du da gerade nochmal hingekackt? Ich glaube, ich spinne. So. Habe ich alles weg, eine Kacke? Nee, immer noch nicht. Wieso hast du eigentlich kein Fell? Würde mich mal interessieren. Das ist merkwürdig. Es ist doch ein bisschen eng hier, muss ich zugeben, mit den ganzen Bäumen hier drin. Jetzt gibt es nicht mehr so viel Lauffreiheit. Reicht nicht ganz, ne? Immer zwei, okay. So, das ist alles weg. Dann haben wir das auch erledigt. Tja, da haben wir schon wieder viel geschafft, ne? Das wächst noch zu. Das müssen wir dann gucken. Das Feld müssen wir nochmal schauen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu schmal, ne? Das müsste ich mir nochmal anschauen. Naja, wenn das Feld nachher größer wird, dann passt das nachher sowieso nicht. Wie sieht das eigentlich mit dem Fressen aus? Haben wir denn genug hier? Da ist noch. Futter, hier ist noch ein bisschen Futter. Also Futter wird langsam weniger. Wir müssen mal gucken, dass wir Futter wieder an den Start kriegen. Ich hätte da drüben ja schon angefangen mit dem Mais. Muss ich mich da jetzt mal drum kümmern, bevor ich das wieder vergesse. Dann kümmern wir uns darum. Dann muss ich jetzt gerade mal hier ein bisschen in der Küche rumhantieren. Mais. Wo haben wir denn Korn? So, Fleisch können wir noch mitnehmen, 8 Stück. Dann können wir nämlich noch hier drüben gerade noch die Sachen sammeln. So, ich muss unbedingt mal gucken, dass ich hier ein bisschen weiterkomme noch. So. Okay, was haben wir denn hier? Cushion Sea Star, der ist neu, den kenne ich noch nicht. Und Pink Sea Urchin, Bubblegum, hatten wir, glaube ich, schon, ne? Warte mal. Pedia, Fisch. Sind die bei Fisch oder sind die bei Critters? Wahrscheinlich bei Critters, ne? Hier sind 3 Stück, guck mal hier. 3 Fragezeichen, komisch.
Habe ich die schon abgegeben dann oder nicht? Merkwürdig. Ich gehe mal gerade noch zu Theodore. Ich hoffe, der ist noch da. Ich glaube, der hat auch schon Feierabend gemacht. Ich glaube, der hat auch schon Feierabend gemacht. Hey, Owen. War schon nach 7. Hey, Franklin. Nee, Franklin ist noch am Arbeiten. Wow, hey, Franklin. Willkommen im Museum. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Donation, eventuell. Oh, was hast du mitgebracht? Den Cushion Seaster. Oh my, Cushion Seaster. Auch Collection is currently missing a Cushion Seaster. Ja, hier. Das war's. Mach's gut. So, dann sind wir den auch los. Noch ein paar Sachen hier. Purple Sea Urchin haben wir schon. Können wir verkaufen dann. Ja, dann stehen wir wieder in die Küche. Und dann noch ein bisschen was machen gerade. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich muss auch gucken, ich muss die Episode wieder zusammenbasteln, weil, ja, wegen dem Telefon klingeln musste ich jetzt nochmal Stopp machen. Dann, das tut mir leid. Das ist immer nervig. Ich habe das Telefon immer so mal auf Stumm. Im Augenblick jetzt aber nicht, weil ich gedacht habe, hier, ich erwarte ja eh noch einen Anruf. Aber die Leute riechen das förmlich, habe ich das Gefühl. Ich glaube, 10 kommen da mal raus, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. 4 Schlüssel. Also wir kriegen im Schnitt immer 4 Schlüssel. Das heißt, wenn ich jetzt noch 2 machen würde, würden wir 5 Schlüssel rauskriegen. Dann müsste ich 12 dahin bauen, ne? Okay, wir kriegen ein bisschen Ernte zusammen. Da muss ich gar nicht so viel Mais machen. Ich dachte, wir brauchen so unglaublich viel Mais, aber so viel brauchen wir gar nicht. Ich könnte mal gucken, wie viel, was ich für die Dinger brauche hier. Wahrscheinlich brauche ich da Kupfer für und das habe ich wieder nicht, ne? Wie für alles. Kupfer ist echt Mangelware, habe ich das Gefühl. Wo haben wir die denn? Weiter unten, ne? Ich guck mal gerade. Hier. Graymill. Ja, wir brauchen 2 Kupfer. Mist. Den Rest haben wir eigentlich. Ja, Kupfer bräuchten wir. 2 Kupferbarren. Ich kriege 4 hin. Okay, dann, naja, ist nicht so viel. Aber komm, wir machen die mal gerade rein. Dann kann ich da zumindest ein bisschen was machen. Was brauchte ich noch? 2 Kupferbahnen, 4 Gier, also 8 Gier, 2 Wheels und 8 Gamut Planks. Wir nehmen einfach mal alles raus kurz. Gamut Planks nehmen wir bei 8. Reicht. Gears braucht man auch 8, ne? Und 2 Reifen. Okay, und dann die hier. Da können wir es bauen. Hoffe ich mal. Können wir. Okay, dann haben wir noch 2 gebaut. Baue ich das mit in der Küche auf oder baue ich das drüben auf? Eigentlich müsste ich das drüben hinbauen, ne, für Ernährung und so. Aber andererseits, ich habe eigentlich alles hier in der Küche. Ich wollte eigentlich hier was anderes hinbasteln, muss ich zugeben. So. Okay, das muss jetzt mal reichen dann. Und dann haben wir 80 zusammen jetzt. Ja, packen den Rest jetzt mal weg. Wir lassen das mal durchlaufen jetzt gerade. Den Rest müssen wir später gucken. Ich hole mal gleich den Rest. Ich packe erstmal das Zeug hier aus meiner Hosentasche weg. Die Kacke zum Beispiel. Ist auch toll, ne? Essen in der einen Hand und Kacke in der anderen. Was für eine Kombination. So, das Zeug können wir auch erst wieder wegpacken. Und die Seeds kommen dann hier rein. Ich muss noch mal Seeds besorgen eigentlich, damit wir mal ein bisschen das Halloween-Ding da fertig machen können, ne? Das ist mir gerade so eingefallen. Habe ich jetzt wieder nicht gemacht, intelligenterweise. Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich das dann am Sonntag hin. Die Episode, ja, müsste ich mal gucken. Das müsste jetzt die Episode für Samstag sein, hoffe ich mal. Ja, komm, ein bisschen was bei rum, das ist ganz gut. Da habe ich noch wieder Klamotten, die müsste ich auch mal wegpacken noch eigentlich. Das verstopft mein Inventar immer. Muss mal schauen. So, wir machen das gerade noch fertig und dann soll es das wieder gewesen sein. Dann habe ich ein bisschen was geschafft. Nicht so viel. Ein bisschen mehr durch die Gegend gewuselt wieder. Aber wir haben neue Sachen ausprobiert. Ich hoffe, das war okay für euch dann. Ich kann auf jeden Fall noch schnell den einen Futtertrog nochmal auffüllen, dass da ein bisschen was drin ist wieder für die Tiere. Das wäre wichtig. Aber so viel brauchen wir eigentlich gar nicht dann. Ich hätte gedacht, wir brauchen echt viel Mais, aber wir haben so viel Mais, das geht eigentlich. Ich muss mal gucken, was wir alles kochen können.
Wir haben nämlich so viel Eier hier, ne? 345 Eier. Wenn ich die jetzt kochen würde im Speedrun, das dauert zu lange, ne? Oder wie lange dauert das? Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen mindestens noch zwei von den Dingern. Das muss schneller gehen. Ich glaube, wenn ich vier mache, dann könnte ich eventuell durch sein, dass ich den ersten wieder fertig machen kann. Ich glaube, vier passt ganz gut. Dann holen wir uns mal zwei Grills. Die brauchen ja eh noch gerade da hinten ein bisschen. Dann kann ich hier gerade ein paar Spieleier machen. Alter Verwalter. Ich glaube, Spieleier waren aber nicht so viel wert. Ich glaube, nur 60.000 oder so. Die letzte Ladung, die ich abgegeben habe. Aber ich habe so viele Eier hier, ja, da müsste ein bisschen was bei rumkommen. Die machen wir bis 300 runter, das sollte reichen dann. Dann können wir die bei Gelegenheit auch noch abgeben. Die Jacaranda-Saplings würde ich gerne mal pflanzen. Da wird es auch Zeit, dass ich die mal einpflanze. Da wollte ich noch eine Lichtung bauen, eine schicke. Ich habe doch so viele Projekte oder Ideen hier, die ich machen wollen würde. Aber die gehen immer unter. Mal gucken. So, noch 9 Stück. Ich hoffe, die anderen sind auch gleich fertig dann da. Ja, sieht gut aus. So, dann haben wir das auch gleich fertig. So, haben wir auf 300 runtergebügelt. Dann kommen die Eier erst wieder zurück. Oh, 30 haben wir noch zusammen. Kriege ich hier noch ein paar Eier? 45, das hat sich ja auch nicht gelohnt. So, dann fülle ich nochmal kurz mit den 140 nochmal schnell den, das eine Silo auf. Dann haben wir erst wieder ein bisschen Futter drin. Ne? Wobei müssen wir das eigentlich halbe-halbe machen, ne? Weil die brauchen ja ein bisschen was und die anderen brauchen ja auch ganz schön was. Hier ist nämlich nichts mehr drin, ne? Ich kann auch nicht gedrückt halten, das geht nicht. Das ist schade. Dann machen wir hier mal, weiß nicht, 80 rein und hier den Rest. Dann ist da auch noch ein bisschen was drin, dann haben wir erst wieder in den Silos ein bisschen was drin, dann muss ich nochmal was fertig machen. So, okay, dann soll es das immer gewesen sein. Gut, dann räume ich das jetzt noch weg hier, beziehungsweise, nee, kann ich gar nicht wegräumen, muss ich verkaufen. Dann haue ich mich ins Bett. Dann haue ich mich ins Bett und dann, ja, sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.